Weiterhin die Frau Rechnungshofpräsidentin und den Herrn Volksanwalt Rosenkranz recht herzlich bei uns begrüßen. Es ist ein spezieller. Ein spezieller Gruß gilt der Frau Federli. Sie ist die Enkelin von Hans Kelsen, unserem Architekten unserer Bundesverfassung, und sie ist seit mehreren Tagen da. Vor wenigen Tagen feierten wir den 140. Geburtstag, und mit ihrem Sohn ist sie heute da. Herzlich willkommen hier im österreichischen Parlament. I want to give you a very warm welcome at today's plenary session. Ich darf die Damen und Herren der Presse herzlich willkommen heißen und vor allem auch unsere Damen und Herren, die uns zu Hause an ihren Bildschirmen folgen. Für heute sind die Abgeordneten Machetti, Feichtinger, Karin Greiner, Muchitsch, Schatz, Kainz, Wurm und... Meine sehr geehrten Damen und Herren, Finanzminister Gernot Blümel wird in wenigen Minuten mit seiner Budgetrede beginnen. Sie sehen ihn sitzen. Österreich ist zwar auf dem Weg in das Digitalzeitalter, das Budget wird aber traditionell immer in seinem vollen Umfang ausgedrückt und die Backen werden mit ins Plenum gebracht. Gemäß § 23 Absatz 4 der Geschäftsordnung, es gibt zwar heute nicht die Generaldebatte, die folgt immer am nächsten Tag, aber wir können uns darauf einstellen, dass die heutige erste Debatte nach der Budgetrede auch vom politischen Klima ähnlich verlaufen dürfte wie der gestrige Tag. Ich darf die Damen und Herren, die diesem Antrag zustimmen, um ein entsprechendes Zeichen bitten. Das ist jetzt einstimmig dabei. Die gestern kollabierte SPÖ-Abgeordnete Holzing ist heute wieder dabei. Es geht ihr gut, das freut uns alle. Bis 19.15 Uhr und dann anschließend, wie üblich, senden wir es kommentiert in der TV-Tech. Ich darf darauf hinweisen, dass im Auftrag der Parlamentsdirektion während der heutigen Nationalratssitzung zwei Kamerateams auch unterwegs sind. Es ist weiters vorgeschlagen, die Debatte über die Punkte 3 bis 5, 6 bis 11, 13 bis 16, 17 bis 23 sowie 24 bis 27 der Tagesordnung zusammenzufassen. Gibt es dagegen einen Einwand? Das ist nicht der Fall. Es wurde Konsens erzielt zwischen den Mitgliedern der Präsidialkonferenz über die Dauer der Debatten. Dementsprechend ist die Tagesblockzeit von 9,5 Wiener Stunden vereinbart. Die Redezeiten ergeben sich wie folgt: ÖVP 185, SPÖ 128, FPÖ 105, Grüne 95 sowie NEOS 76 Minuten. Gemäß § 57 Absatz 7 der Geschäftsordnung beträgt die Redezeit für die gesamte Tagesordnung von jenen Abgeordneten, die keinem Club angehören, 38 Minuten. Der Debattenbeitrag wird auf 5 Minuten begrenzt. Ich darf gleich abstimmen lassen, wer mit der Redezeitvereinbarung einverstanden ist. Den bitte ich um ein dementsprechendes Zeichen. Die morgendliche Sportstunde in dem Fall ist wieder einstimmig. Ich danke recht herzlich.